Hallo und willkommen auf MX5 Roadtrips, dem Kanal über die Bergpässe der Alpen. Diesmal von der Höri, einer schönen Gegend zwischen Konstanz und Stein am Rhein, und zurück von einer 3-Tages-Tour über 4 Schweizer Pässe, bei der erstmals die Insta 360 One R und nicht die GoPros im Mittelpunkt der Reise standen. Für dieses erste Video habe ich die Tremola gewählt, ein historischer, ein faszinierender Ort. Wer könnte geeigneter sein, eine neue Technik vorzustellen als dieser Ort? Insofern hier also erstmals, für mich jedenfalls erstmals ein 360-Grad-Video, das die Möglichkeiten, aber auch die Grenzen zeigt. Um das Positive aber zu heben, die Kreativität sind hier viel weniger Grenzen gesetzt als mit der normalen 4K GoPro-Technik. Andererseits ist die 360-Grad-Technik, was die Qualität betrifft, ein deutlicher Rückschritt. Von den in der Werbung von Insta 360 gepriesenen 5,6K, die angeblich gestochen scharfe Aufnahmen liefern, bleibt nachher in der Realität beim Export in H264 oder H265 nur noch HD übrig. Man kann die Grenzen der Studio 2020 allerdings mit Macintosh-Mitteln überwinden und ganz verrückte 360-Grad-Aufnahmen erzeugen. Aber man muss sich schon im Klaren sein, dass diese, na, vielleicht einerseits originellen, aber andererseits ja verrückten Aufnahmen sich auch schnell abnutzen und sehr spärlich eingesetzt werden müssen. Jedenfalls ist mir jetzt klar, dass die 360-Grad-Kamera kein Ersatz für die 4K-Kameras sind. Sie sind eine Ergänzung, aber sie sind kein Ersatz. Viel Spaß bei diesem Video!